Wir sind hier direkt am Ring auf Höhe der Wiener Staatsoper und die Klimakleber, die ja 3 Wochen lang hier auch den Verkehr lahmlegen wollen, haben bereits am Tag nach der Arbeit ihre Arbeit wieder aufgenommen. Wir sehen es, heute ist es so eine Art Demomarsch durch die Innenstadt, begleitet von der Polizei, die war auch blitzschnell da. Die Klimakleber haben sich hier vor rund 5 Minuten ganz kurz auf die Straße begeben. Dann innerhalb weniger Augenblicke war die Polizei auch schon mit etlichen Mann vor Ort. Und wir sehen es hier, sind die Transparente, die hochgehalten werden, Botschaften, die man immer wieder sieht, Tempo 100 beispielsweise auf der Autobahn, was hier auch verlangt wird. Und die Polizei, die ist nicht nur zu Fuß unterwegs, es kreist auch ein Hubschrauber über uns, der das Geschehen sozusagen genau unter die Lupe nimmt. Und die Straßen werden hier auch abgesperrt. Also es ist ja ein Marsch über den Ring, nicht nur am Tag der Arbeit, sondern auch am Tag danach, an diesem Dienstag. Man könnte eigentlich sagen, Dwayne Johnson, der heute 51. Geburtstag hat und bekannt wurde aus der Filmreihe Fast and Furious. Heute ist es eher die Filmreihe Slow and Sticky. Part Limited Edition, würde ich einmal sagen, denn es ist nicht klar, wie lange das Ganze heute auch hier sozusagen losgehen wird. Die Klimakleber jedenfalls, die sind unterwegs, nicht nur hier in Wien, sondern auch andernorts in ganz Österreich. Heute jedenfalls in Wien, in den frühen Morgenstunden, gibt es diesen Marsch hier über den Ring. Lieber David, unglaublich, auch dieses Polizeiaufgebot, sogar Hubschrauber und Co. Das heißt, man erwartet eigentlich Schlimmes, könnte man fast annehmen, oder? Beziehungsweise irgendwelche Dinge, die hier absolut nicht gut sein sollen, damit man auch schnell agieren kann, geht, wie gesagt, hier auch die Polizei mit. Weiß man, warum eigentlich gerade diese Woche jetzt im Mai ausgewählt wurde für so viele Protestaktionen? Und wer hat sich eigentlich mittlerweile der Gruppe schon angeschlossen? Unter anderem waren ja einige Ärzte auch immer wieder dabei, sieht man die heute auch noch. Und ja, was steht unter anderem auf den Bannern? Ja, es sind viele unterwegs. Ich würde die Regie bitten, wenn es geht, den Ton ein bisschen lauter zu drehen. Ich verstehe deine Frage nur so am Rande. Es ist so, dass sehr viele sich hier anschließen. Das wurde zumindest offiziell immer gesagt, dass es zwischen 80 und 200 sein sollen aus ganz Österreich. Das hat die letzte Generation zumindest gesagt. Wie viele es heute sind, ist schwer abzuschätzen. Also ich würde sagen, doch deutlich, deutlich weniger, vielleicht um die 50 Personen, die hier auch mitmachen. Es sind wahrscheinlich insgesamt doch mehr Polizisten im Einsatz. Aber man sorgt natürlich mit solchen Aktionen für sehr viel Aufsehen, gerade dann, wenn man jetzt diese 5,2, 5,4 Kilometer tatsächlich entlang gehen sollte. Das ist nämlich die Länge, die der Ring auch ausmacht. Und ja, man möchte auf die Probleme sozusagen auch aufmerksam machen. Es sind Themen, die man natürlich kennt. Neben dem Fracking-Verbot und erneuerbarer Energien sind das Tempo 100 auf den Straßen, vor allem auf den Autobahnen. Und andere Punkte, die auch immer wieder angesprochen werden, werden hier natürlich von den Klimaklebern auch skandiert. Heute allerdings ist jetzt kein Kleber im Spiel, sondern man marschiert hier über den Ring in diesen frühen Morgenstunden. Und ja, man darf durchaus gespannt sein, wie diese Wochen hier verlaufen. Denn insgesamt 3 Wochen haben die Aktivisten ja gesagt, wollen sie dafür auch in Anspruch nehmen. Auch ganz interessant, wie sieht es eigentlich strafrechtlich aus? Es gab zuletzt ja einen Prozess, da ging es um ein Klimt-Gemälde, wo die Glasumrandung auch mit schwarzer Farbe besprüht wurde. Da gab es eine sogenannte Diversion. Das ist ein Tatausgleich. Das heißt, es kam zu keiner Verurteilung, sondern die Angeklagten, denen wurde gesagt, sie dürfen nichts derartiges mehr machen. Ich glaube, in den nächsten 2 Jahren, dann kommt es auch zu keiner Verurteilung aus strafrechtlicher Sicht. Das war ein Prozess vor einigen Tagen. Also wir sehen hier unglaublich große Menschenmassen schon, die sich hier, wie gesagt, der letzten Generation noch angeschlossen haben, die hier eben den Ring mehr oder weniger für sich beschlagnahmen. Lieber David, ich hoffe, du kannst mich tonmäßig hören. Gestern ja auch ganz große Sperren aufgrund des 1. Mai. Allein ich bin, glaube ich, über eine Stunde im Stau gestanden, der Ring unter anderem ja auch nicht befahrbar wirklich. Heute erneut wieder eigentlich eine Ringsperre. Wie sehr machen da die Autofahrer noch mit? Du bist auch immer viel auf den Straßen unterwegs. Wie merkst du, ist aktuell die Stimmung eigentlich bezogen auf die letzte Generation?
Wie die Stimmung ist auf der Straße? Naja, es sind jetzt bei uns natürlich keine langen Staus. Wir sind hier direkt am Beginn des Rings, ganz zu Beginn. Bevor es losgegangen ist, war die Stimmung doch etwas aufgeheizt. Da ist ein Autofahrer doch ziemlich rabiat auch geworden und da musste ein Polizist sogar aufs Autodach kurz draufhauen und ihm sagen, hey, so geht's natürlich nicht. Der Mann wollte losfahren. Da ist es natürlich gerade immer in den ersten Sekunden, wenn so eine Aktion vonstatten geht, ist immer sehr viel Emotion auch im Spiel. Da ist Gott sei Dank nichts passiert. Es ist ruhig geblieben. Die Polizei hat das auch wirklich alles sehr, sehr gut organisiert. Man ist ja auf diese Einsätze auch vorbereitet. Vielleicht ein Wort zu den Kosten. Es gibt jetzt keine aktuellen Zahlen, aber vor einigen Monaten, ich glaube, es war im Jänner der Fall, haben alleine die Polizeikosten über 400.000 Euro ausgemacht. Wenn wir das vergleichen beim Akademikerball, waren das 500.000. Also das ist schon eine enorme Zahl. Wir sehen hier von unserem Kameramann Juri auch eingeblendet die aktuellen Bilder. Also da dürfte es schon einen sehr, sehr langen Stau auch geben, der dann nach hinten führt. Der Bereich um den Ring, wenn ich es richtig sehe, auf Höhe, dürfte da abgesperrt auch sein. Danke, die Kollegen weisen mich freundlichweise hin, dass natürlich die Straßenbahn auch noch fährt. Muss man natürlich aufpassen, dass man kein Schicksal erleidet wie Gaudi in Barcelona, der ja von einer Straßenbahn auch überfahren wurde. So, aber wir marschieren hier auf alle Fälle mal weiter, sehen, wie dieser Marsch hier weiter Formen annimmt. Wir sehen übrigens auch einige Regenschirme, das sind die Omas gegen rechts, die hier auch mitmachen. Also die haben sich ja auch schon sozusagen solidarisch erklärt mit den Klimaklebern an diesem frühen Morgen auf der Höhe des Burgrings. Wir gehen gerade beim Kino vorbei und ja, ein Kinofilm wird wahrscheinlich eines Tages dann auch zu diesem Thema gedreht werden. Momentan ist es auf alle Fälle so, dass hier gesagt wird, kein neues Gas, und andere Sprüche, die werden hier auch dementsprechend skandiert. Also man sieht ein Großaufgebot, wie gesagt, hier eben am Ring. Ja, der große Klebemonat Mai, wie gesagt, das ganz große Thema. Und die Autofahrer, wie gesagt, die kommen heute wieder nicht über den Ring. Gestern ja auch ganz viele Absperrungen, hier unter anderem gerade auch Richtung Prater gewesen, aber auch beim Ring, auch da immer wieder alles blockiert gewesen. Heute aufgrund eines anderen Grundes, eine andere Thematik, die letzte Generation, die eben jetzt zu ganz, ganz großen Protesten hier und zur dritten Aktionswelle eben ab heute, dem 2. Mai, aufruft. Und ja, der Frühverkehr, der wird hier, wie gesagt, zum Teil ja sehr lahmgelegt. Und das natürlich wieder für viele absolut überraschend, muss man hier tatsächlich sagen. Das heißt, auch hier muss man schauen, wie kann man jetzt ausweichen. Heute ein Großaufgebot eben auch von Polizei unter anderem mit vor Ort. Und wir blicken jetzt übrigens auch einmal ganz kurz zu unserer großen Karte und schauen mal, wo hier mehr oder weniger schon Stau ist. Das ist alles, was Sie hier rot markiert sehen. Da sehen Sie mehr oder weniger, gibt es hier schon eine Sperre, das hier eben auch natürlich, also Parkring unter anderem natürlich ganz klar. Und natürlich weicht man hier dann auch aus, großräumig, jetzt gerade zur absoluten Rush-Hour. Sie sind hier eben, wie gesagt, sollten Sie noch nicht unterwegs sein, bitte welche roten Straßen Sie auf jeden Fall meiden sollen, wo es auch schon gekennzeichnet ist. Mit Google Navi zu fahren wäre keine schlechte Idee, denn das ist wirklich meistens up-to-date. 8:08 Uhr, wie gesagt, viele müssen um 9 Uhr in der Arbeit ankommen. Und die Polizei hat auch schon etwas getweetet. Auch da blicken wir jetzt zu diesem Tweet und wollen natürlich schauen, was haben die eigentlich für diesen Tag heute angekündigt. Und da sehen wir schon, es kommt unter anderem zu einer spontanen Versammlung im Bereich der inneren Stadt. Im Zuge dieser Versammlung wird hier eben der Fahrzeugverkehr bei der Ringstraße ab der Oper blockiert. Wir sind mit Kräften vor Ort. Es kommt dennoch zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Also hier Hashtag Verkehrsinformation. Also wie gesagt, heute am 2.5. ein Riesenaufgebot hier eben. Und ja, die Autofahrerinnen und Autofahrer wird es, wie gesagt, nicht erfreuen, dass sie auch heute wieder im Stau stehen. Und das jetzt nicht nur temporär, weil normalerweise Sie kennen ja schon die Aktion von den letzten Generationen Klimaklebern. Da wird sich angeklebt und mittlerweile handelt die Polizei auch immer unglaublich rasch. Das heißt, hier ist man dann sofort zur Stelle, mehr oder weniger. Meistens wird sogar eine Rettungsspur freigelassen. Also hier gibt es dann meistens zumindest irgendein Durchkommen. Und wie gesagt, man löst dann hier eben auch diese Klimakleber und Kleberinnen schnell ab. Diesmal, wie gesagt, der ganze Ring hier jetzt Anlaufstelle für diesen Demonstrationszug, könnte man sagen. Die Polizei eben hier auch mit vor Ort. Wir haben auch schon einen Hubschrauber gesehen. Man kann eben nicht aktuell einschätzen, was hier genau geplant ist. Und man möchte natürlich größere Aktionen, abgesehen von diesem großen Demozug, hier verhindern.
Deswegen, wie gesagt, hier ganze Polizeiaufgebot und das eben auch zu dieser frühen Stunde. Also wie gesagt, online sehen Sie natürlich auch die Verkehrssperren und natürlich auch die Ausweichstrecken. Das ist natürlich immer ganz wichtig, denn wir wissen natürlich, man muss hier rasch eigentlich in die Arbeit kommen. Die meisten beginnen ja um 9 Uhr in der Früh, wie gesagt. Und das natürlich unerwartet, dass der Ring dann mehr oder weniger gesperrt ist, das ist natürlich eine sehr unerfreuliche Nachricht in diesen frühen Morgenstunden. Viele natürlich wahrscheinlich auch schon unterwegs gewesen und wollten die Kinder in die Schule bringen. Auch da natürlich wird man heute wahrscheinlich etwas später kommen. Wie gesagt, hier eben einige Polizisten mit vor Ort. Ja, ich würde sagen, wir schauen vielleicht, ob David Hermer-Meng uns besser hören kann. Lieber David, wie lang ist denn aktuell dieser Demozug? Wir sehen hier vor allem die Polizistinnen und Polizisten. Wie viel schließen sich dieser Gruppe an? Und ja, hat man schon gehört, mehr oder weniger, wie lang das Ganze heute gehen soll? Ja, ich habe gehört, es hat jemand gesagt, die sollen so lange gehen, wie sie wollen. Werden wir mal sehen, wie lange das in Anspruch genommen wird, ob man da wirklich die ganze Ringlänge sozusagen auch zurücklegen werden, die kompletten 5 Kilometer oder nicht. Es ist jedenfalls so, dass sich jetzt hier im Bereich des Rings die Situation so darstellen lässt, dass wirklich der Verkehr gesperrt wurde. Es fahren hier wirklich nur die Straßenbahnen auch in beide Richtungen. Mit denen kann man ganz normal hier auch vorankommen. Für die Autos ist der Ring jetzt momentan im wahrsten Sinne des Wortes Sperrzone. Wir sind natürlich gespannt, wie lange man dann tatsächlich wandern wird, ob es jetzt vielleicht sogar in Richtung Heldenplatz gehen wird oder ob wir hier sozusagen den Ring weiter am Parlament, weil wenn etwas entschieden wird und wenn es ein Klimaschutzgesetz und all diese Dinge, die auch gefordert werden, tatsächlich irgendwann geben soll, dann müsste das natürlich von der politischen Seite entschieden werden, sprich es bräuchte dann Gesetzesänderungen und da wäre eigentlich das Parlament dann jener Ort, wo Protest wahrscheinlich am ehesten noch angebracht ist. Wir sind jetzt auf der Höhe zwischen Kunst- und Naturhistorischem Museum, sehen nach wie vor, dass die Aktivisten hier vor Ort sind, mit der Polizei natürlich auch mitspazieren und vorne sehen wir bereits einige Polizeiautos, die auch hier die Szenerie sozusagen genau unter die Lupe genommen haben. Und wir sind gespannt, wie sich dieser Morgen-Vormittag dann noch entwickeln wird. Achtung, mein Kollege muss auch aufpassen vor der Straßenbahn. Ist natürlich etwas unübersichtlich, weil der Ring natürlich nicht ganz gesperrt ist für den öffentlichen Verkehr, sondern die Straßenbahnen, die fahren da dazwischen durch. Aber man hat das bis jetzt eigentlich wirklich sehr gut auch geregelt, mit Fingerspitzengefühl, wie es sich gehört. Und wir sind gespannt, wie es weitergeht. Vielleicht hat man auch sich deshalb heute entschieden, sich nicht anzukleben, denn in Deutschland gab es eine Aktion, wo die Autos dann einfach über die Wiese gefahren sind, um doch noch irgendwie ans Ziel zu gelangen. Toni Maderlik von der FPÖ heute mit dem Fahrrad unterwegs und Sie haben jetzt gerade gesehen, die Klimakleber, die sich heute hier durch die Stadt auch fortbewegen. Was sagen Sie denn zu der Aktion heute? Also ich bin ja immer mit dem Radl unterwegs, darum komme ich auf 8000 Kilometer im Jahr und habe einen CO2-Abdruck wie ein Dreijähriger. Den haben die nicht, den verursachen massiven Stau schon wieder. Wir werden das jetzt die ganzen Wochen, die ganzen Tage auch wieder machen. Und die verursachen auch einen enormen CO2-Ausstoß. Sie machen genau das Gegenteil. Für mich sind es keine Klimakleber, das sind einfach Klebekoffer. Das sind keine Klimaschützer, die haben nichts anderes zu tun und wollen sie halt wichtig machen. Da kriegen sie ein bisschen Aufmerksamkeit, sonst nichts. Die Polizei sollte viel härter durchgreifen. Wir brauchen viel härtere Gesetze, dass die härter bestraft werden endlich. Was ist das aus Ihrer Sicht, weil Sie sagen härtere Gesetze? Die Klimakleber reden von Klimaschutzgesetzen. Ich nehme an, Sie meinen strengere Gesetze im Strafrecht. Ja, genau. Verwaltungsrecht oder Strafrecht, hohe Geldstrafen und längere Gefängnisaufenthalte. Dass man den Tatbestand der Nötigung vielleicht ändert, das wollte ja die Jugendstaatssekretärin Plackholm, dass man unter Umständen wie in Deutschland darüber redet, wenn es Aktionen gibt auf der Straße, dass es im schlimmsten Fall auch den Tatbestand der Nötigung erfüllen könnte. Ich habe selber schon eine derartige Anzeige eingebracht, bis jetzt noch keine Reaktion von der Staatsanwaltschaft erhalten. Ich wäre natürlich dafür, aber der ÖVP macht es wie immer, sie redet, aber tut nichts auf Bundesebene, weil sie es mit den Grünen nicht durchsetzen kann. Das ist ärgerlich und darum brauchen wir auch schnell Neuwahlen. Mit einem Bundeskanzler Kickl gab es sowas auf jeden Fall nicht. Was würde der machen?
härtere Gesetze veranlassen und auch die Polizei würde da viel schneller und härter durchgreifen. Ich glaube, die Polizei wäre auch dazu bereit. Die müssen sich an die Vorgaben halten, aber die gehören sofort, wenn sie auftauchen, abgeführt, weg und die dürfen dann nicht am Franz-Josefs-Kirmatum marschieren zur Hauptverkehrszeit. Das ist lächerlich und klimaschädlich. Okay, vielen Dank auch für die Information. Wo geht es für Sie jetzt noch hin mit dem Fahrrad? Wir haben heute Planungs- und Verkehrsausschuss. Ich werde es auch dort zur Sprache bringen und fragen, was die Verkehrs- und Planungsstadträtin Uli Simmer zu machen gedenkt. Aus ihrer Sicht, die Stadt Wien könnte ja auch aktiv werden. Schließlich trifft es ja die Wiener Autofahrer und die Wiener Berufstätigen. Wien, ja. Wir sind wieder das Jugendfeind in der letzten Generation. Ich habe hier das Zitat von Antonio Guterres mitgebracht. Auf Englisch, we need disruption to end the destruction. Weil wir wirklich jetzt damit anfangen müssen, etwas gegen die Klimakrise zu tun. Und mit dem Protest, das wir stören, zeigen wir auf, dass es so nicht weitergeht. Bitte. Wir danken euch für euren Protest aus dem einfachen Grund, weil er jeden Tag noch dringender wird. Er ist ein Sinnbild für die klimapolitische Blockade mit einem wesentlichen Unterschied. Euer Protest stört nur, der von der Regierung ist tödlich, und zwar für Millionen.